herzlich willkommen in meiner kleinen Welt. Ja, nach über 3 Jahren, glaube ich, melde ich mich mal wieder zurück und es wird sich hier auf diesem Kanal einiges verändern, denn das Lesen an sich ist nach wie vor ein Hobby von mir, aber es ist sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt. Das hat zum einen den Hintergrund, dass ich einfach nicht mehr viel die Zeit dafür finde zu lesen. Das heißt, diesen BookTube-Kanal könnte ich so, wie ich ihn vorher geführt habe, gar nicht weiterführen. Dann könnte ich ein gelesenes Buch im Monat zeigen. Also ich lese wirklich sehr, 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 sehr wenig. Immer noch sehr gerne, aber ich möchte das nicht mehr einfach so wutsch weglesen. Dafür habe ich einfach noch andere Hobbys und dafür habe ich einen Fulltime-Job und ein Eheleben und Familie und Freunde und Co. Das war in der Zeit vor 3, 4, 5 Jahren, war das mein Hobby schlechthin, aber es sind 1, 2 Hobbys dazugekommen, die ich einfach sehr, sehr gerne betreibe und beziehungsweise sogar wieder aufleben lassen habe. Also eins davon habe ich als Kind schon betrieben und darum wird es in der nächsten Zeit beziehungsweise in Zukunft hier auf diesem Kanal auch gehen. Also es wird nach wie vor auch irgendwie ein Buchvideo geben, allerdings wirklich sehr sporadisch. Ich habe mir gedacht, dass ich auf jeden Fall einmal im Monat so zeige, was habe ich gelesen, was habe ich gehört oder. Das wird nicht viel sein, nicht so wie früher, aber ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich Abonnenten verlieren, weil ihr seid hier, weil ihr einen BookTube-Kanal abonniert habt. Aber das ist eben nicht mehr mein Leben, sage ich mal so. Ne? Also es wird hier in Zukunft aus diesem Kanal auch sehr viel ums Stricken gehen. Das ist nämlich eins meiner größten Hobbys neben dem Lesen. Und auch ums Nähen. Das ist das Hobby, was ich wieder aufleben lassen habe. Das habe ich als Kind immer schon betrieben. Das habe ich auch in die Wiege gelegt bekommen von meiner Oma. Meine Oma ist gelernte Schneiderin. Mein Urgroßopa glaube ich auch, aber den kenne ich nicht. Also der lebt auch nicht mehr. Schon seitdem ich ganz, ganz klein bin. Also deswegen. Aber das wurde mir in die Wiege gelegt. Meine Familie ist nun mal eine ehemalige Schneiderfamilie, sagen wir mal so. Meine Mama ist da irgendwie ganz weit ab vom Schuss. Die macht das überhaupt nicht gerne. Und ja, darum wird es eben in Zukunft auch gehen, um Handarbeiten, Stricken, Häkeln, Nähen, Sticken, was auch immer da noch alles hinzukommt. Dann ist ein sehr, sehr großes Thema von mir natürlich meine Ernährung und auch Sport. Ich mache Fitness und das auch sehr gerne. Aktuell nicht, weil ich operiert wurde, aber das wird in Zukunft auch wieder kommen und eventuell wird es dann hier auch mal ein Rezept des Monats oder so geben. Also, dass ich hier euch auch ein paar Rezepte vielleicht mal zeige. Ich weiß noch nicht genau, wie ich diesen Kanal aufbaue, aber das werde ich so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Was ich definitiv weiß, dass es jetzt sonntags immer ein Handarbeitsupdate geben wird, also ein Stricksonntag. Da zeige ich euch, was ich gestrickt habe, was ich aktuell stricke und so weiter und so fort. Und was ich auch, wie gesagt, eben schon erwähnt habe, es wird auch einmal im Monat ein buchiges Video kommen im Sinne von: Das habe ich neu gekauft, das habe ich gelesen, das lese ich aktuell, das habe ich gehört. Ich höre nämlich auch Hörbücher und Podcasts und da wird in diesem Video dann auch drin sein, was habe ich geschaut, also welche Serien habe ich geguckt und so weiter und so fort. Das wird alles kompakt in einem Video im Monat kommen. Wie regelmäßig ich Videos mache, das, wie gesagt, das muss ich erstmal noch so ein bisschen rausfiltern und wie der Kanal allgemein aufgebaut wird, das werden wir gemeinsam sehen, weil das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja, so viel dazu. Ich bin, wie gesagt, wieder da und habe auch wieder richtig Lust, Videos zu machen. Ich habe sehr regelmäßig, mal mit Pause, aber sehr regelmäßig die Videos auf YouTube geschaut, von den Kanälen, die ich abonniert habe. Auch nach wie vor Buchvideos, sodass ich halt immer noch so ein bisschen Inspiration und diese Lust zum Lesen eben nicht verliere. Und ja, so viel zu diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.